Oh Mann, was ist hier eigentlich los? Das ist hier schon wieder so kalt, sag mal. Ist das kalt? Nu, der Ofen ist ja auch aus. Oh Mann. Wieso das denn? Oh nö, der Ofen ist aus. Röhrig, ich seh zu. Ich hab ja beschleunige. Ich mach den Ofen noch mal an, ne? Oh, bisschen wärmer, bisschen wärmer. So, nu ist gut. Ist dir warm jetzt? Ja. Na denn? Besser ist er. Männer TV. Damit du weißt, was Bescheid ist. Sag ich doch. Mann, jetzt sind die Filmfutzi schon wieder hier. Die Nerven, Kenny. Das ist überhaupt Kenny, unser Mitarbeiter hier. Moin. Auch ein wichtiger Mann. Ne? Der macht hier die Bremsen und alles. Kümmert sich um Teile, ja. Um was es alles gibt. Genau. Was wir alles brauchen. Und ich sehe gerade hier, das Gasteil ist noch vertüdelt. Das muss noch mal einmal in Einklang gebracht werden. So. Aber wie ihr seht, wir haben ja schon eine Menge geschafft wieder. Vom letzten Mal, da war das Getriebe ja noch nicht richtig drin. Jetzt haben wir die Kupplung fertig, Ausdrücklager hier fertig, Außenlager, Vergaser sind dran. Kenny hat die Bremsen gemacht, neue Belege, neue Schläuche. Wir haben auch weniger Dreh jetzt hier, weil wir alles mit Klappschok machen. Ne? Ja, Klappschok. Ne? Normalerweise waren hier früher Bautenzüge dran, die zum Lenker gingen. Und dann hat man ja noch mal wieder 8 Bautenzüge mit Gaszügen. Und wir wollen das ja mal ein bisschen reduzieren. Und deswegen kommt hier ein manueller Klappschok an den Vergaser ran. Wenn die mal mit der Kamera hier Klappschok von Del Orto. Und das Getüdel war da nämlich vorher dran. Ja, das haben wir gespart. Ja, Gewicht gespart. Auch das noch. Ne? Haben wir noch schneller. So, die Vergaser sind im Ultraschallbad gewesen. Bei Kenny in der Werkstatt. Genau. Neue Düsen, neue Beschleuniger, Pumpenmembran. Was haben wir denn noch gemacht? Die Ansaugstutzen wurden neu abgedichtet. Tausende von Kleinteilen, das ist ohne Brille gar nicht machbar. Ne? Neue Düsen. Neue Düsen. Die sind aber dafür da, um das Motorrad noch abzustimmen. Genau. Das wird vielleicht noch anders bedüst. Ja. Magerer. Oder fetter, vielleicht. Das werden wir sehen bei der ersten Fahrt. Also, durch den Vergaser fließt ja Benzin. Ne? Wie ihr ja sicherlich wisst. Und wenn aber viel Benzin durchfließt, dann läuft der Motor fett. Und wenn er zu fett läuft, dann hat er keine Leistung. Das muss genau abgestimmt sein. Mit einer richtigen Düse, die genau für den Motor geeignet ist. Und das werden wir nachher eruieren mit Vergaser-Einstelluhren. Oder was hat Karl noch gesagt? Mit einer Lambda-Sonde. Genau. Geht auch noch. Und natürlich letztendlich Probelauf und dann mal die Kerzen nachgucken, ja. Wie die aussehen. Genau. Nicht, dass sie uns absaufen. Kerzenbild. Das wird geprüft. Und am Kerzenbild kann man auch sehen, wie immer fett oder mager läuft. Wenn zum Beispiel eine Kerze schwarz ist, dann läuft der Motor zu fett. Wenn sie aber rehbraun oder weiß ist, dann ist das gerade so schön richtig. Ne, Finn? Genau, und dann kommt auch noch darauf an, wann wir das ausprobieren. Bei Nacht oder der Nebel. Ne? Ja. Weil dann hier mehr Luft, weniger Luft. Die Wetterverhältnisse. Genau. Da müssen wir uns auch nicht drauf. Abstehen. Ich hatte das ja mal auf dem Berg oben mit meiner Benelli Tornado. Da ist sie fast ausgegangen, weil da wieder die Luft zu dünn ist. Ja. Und dann zu mager. Jo, dann haben wir das zu mager. Der andere Mitarbeiter, Karl, hat hier dieses schöne Kupplungsstützlager gebaut.
Das wurde neu gefräst. Das alte, das ist ja da am Getriebe zu sehen. Und das war auch in Mitleidenschaft gezogen von dem Unfall, den wir mal hatten. So. Denn wie du siehst, neue Kette, neues Kettenblatt. Vorne auch neues Kettenblatt drauf. Kupplungsseil ist verlegt. Wir haben hier die ganze Einheit mit den Zahnriemen auch fertig. Das war sehr akribische Arbeit wegen den Totpunkten, die man finden muss zueinander, damit das alles ganz genau stimmt. Und da muss man die Zahnriemen immer genau in die richtige Stellung einsetzen. Auf der anderen Seite, wenn wir da mal rüber gehen, dann gehen wir beiseite hier. So. Auf der anderen Seite haben wir hier die ganzen Nockenwellendeckel wieder rauf. Da sind ja auch die Ölpumpen runter. Die wurden neu abgedichtet mit kleinen neuen O-Ringen. Die wurden auseinandergenommen, sauber gemacht. Das haben wir gemacht. Dann haben wir ja nochmal die Nockenwellen, die Rollenkipphebel überprüft. Der hat ja Rollenkipphebel. Also das ist jetzt eine Nockenwelle von einer original alten Horex. Und die Nockenwelle treibt ja die Stößel an, so dass sich die Ventile öffnen. Und da sind aber hier bei der Horex Original diese Kipphebel drin. Das sind Kipphebel und hier ist der Stößel ja drin. Und jetzt dreht sich hier die Nocke an dem Kipphebel vorbei. Ach nee, der kommt hier unten jetzt, so. Kann man das sehen? Das dreht sich dann so und erhebt dann den Stößel. Der ist wieder hier. Ja. Weil das aber bei den alten Horex-Dingern hier an dieser Stelle immer tierisch klappert, sind hier auf diesen kleinen Kipphebeln kleine Rollen drauf. So hat der Kipphebel das viel schöner und kann da besser dran längs laufen. Das haben viele Rennwagen. Reinster Rennsport. Du, reist, ja, wirklich Rennsport. Haben wir ja wieder gewissenhaft gearbeitet. Ja, das würde ich sagen. Auf die Bremse. Prost. Ich würde sagen, bis nächstes Mal. Ne? Prost. Und du gehst jetzt bitte, ja? Tschüss. Leute, es kesselt wieder. Werner-renn.de Der größte Knaller seit Ben Hur.